Ja, guten Tag, liebe Studierende. Wir wollen uns heute weiter mit den Nachhaltigkeitsstrategien beschäftigen. Wir hatten ja schon relativ ausführlich die Konsistenzstrategie besprochen und dann auch die Effizienzstrategie. Und von der ableiten wollen wir dann den Rebound-Effekt uns einmal ansehen, der die Effizienzstrategie etwas konterkariert, um das mal so zu sagen. Und dann wollen wir noch die dritte der Nachhaltigkeitsstrategien, die Suffizienzstrategie, kennenlernen. So, und wenn das danach folgt, wie immer, unser Interview und auch heute wieder habe ich mir einige Lernziele überlegt. Die erste Episode wird sich schwerpunktmäßig mit dem Rebound-Effekt beschäftigen. Und hier ist natürlich ein Lernziel, dass Sie diesen Rebound-Effekt erläutern können. Auch, dass Sie als Lernziel 2 den Unterschied zwischen dem indirekten und dem direkten Rebound-Effekt kennen und auch erläutern können. Und vor allen Dingen dessen Problematik, die Problematik also des Rebound-Effektes im Nachhaltigkeitskontext, dass Sie diesen erläutern können. So, wollen wir noch mal auf die letzte Stunde zurückgehen und uns die Effizienzstrategie anschauen. So ist es klar, dass die Effizienzstrategie im Wesentlichen natürlich bei den Produzenten ansetzt. Das heißt, diese sind aufgerufen, effizienter zu produzieren, also etwas, was im Wesentlichen den Produzenten, den Hersteller von irgendwelchen Waren betrifft und diesen auch anspricht. So sind auch dann die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet. Die Ressourcen, das heißt aber auch, dass natürlich auch die Produzenten hier in der Regel ein großes Interesse dran haben. Denn wenn die Ressourcenproduktivität gesteigert wird, dann wird auch die wirtschaftliche Leistungskraft gesteigert. Man spricht dann von einer Effizienzrevolution. Das heißt also, dass die Effizienzstrategie vor allen Dingen auch eigentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes, einer Gesellschaft durchaus stärken kann und auch stärkt. Und damit ist verbunden natürlich, dass auch kein Verzicht auf ein Wirtschaftswachstum durch die Effizienzstrategie in irgendeiner Art und Weise zu erwarten ist. Und damit hat diese Effizienzstrategie auf jeden Fall eine gute bis sehr gute Akzeptanz, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Konsumenten, die natürlich im Allgemeinen sehr erfreut sind, wenn das, was sie kaufen, das Produkt, das sie kaufen, ein sehr effizientes Produkt ist, zum Beispiel der Energieverbrauch eben von diesem Produkt geringer wird und damit auch die Konsumenten etwas einsparen. So weit, so gut, so weit die Theorie, die auch ein Stück weit klappt, aber dagegen steht eben die sogenannte Rebound-Falle, die eigentlich eben nicht bei den Produzenten anzusiedeln ist, sondern die letztlich eine Frage des Konsumenten ist. Schauen wir uns das mal etwas genauer an.
Wenn wir hatten ja in der letzten Stunde sehr ausführlich über die Ökodesign-Richtlinie gesprochen. Und wenn wir das durchrechnen, was diese Ökodesign-Richtlinie für Energieeinsparungspotenziale hat, dann kommen wir also nur die bisherigen Maßnahmen, nicht die schon und noch geplanten Maßnahmen, dann kommen wir auf eine Einsparung von circa 60 Terawattstunden pro Jahr in der Europäischen Union. Das heißt also 60 Terawattstunden pro Jahr, das sind einige Kraftwerke, einige viele Kraftwerke, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, und das ist jetzt erst einmal überraschend, wird innerhalb der EU in diesem Zeitraum mit einer Zunahme des Energieverbrauchs von 0,4 Terawattstunden, also letztlich mehr oder weniger eine leichte Zunahme, ein Gleichbleiben des Energieverbrauchs wird in der EU gerechnet. Wie kann das sein? Wir haben einmal eine wirklich relativ bedeutende Einsparung durch solche Ökodesign-Maßnahmen und die sogar noch steigerbar sind. Und trotzdem wir diese Einsparpotenziale haben, rechnen wir insgesamt mit einer Zunahme des Energieverbrauchs. Das kann eigentlich nicht sein, ist aber so, weil jetzt kommt eben der Rebound-Effekt ins Spiel, dass das Nutzerverhalten leider Gottes so einfach nicht ist, dass ein Gerät eben gekauft wird und es verbraucht jetzt weniger Energie, sondern dass dann sehr häufig auch verlangt wird, dass es dieses Gerät neue Funktionen hat, andere Funktionen, dass sich die Größe des Gerätes ändert und. Also, dass es genügend Feature, wie man so schön sagt, genügend Features gibt, die eben diese Energieeinsparung, die man eigentlich hat, zum Teil zunichte macht. Wir können uns das nochmal etwas genauer oder etwas deutlicher an einem Beispiel anschauen, das Sie sicher alle nachvollziehen können. Schauen wir uns einen Fernseher an mit einer Bildschirmdiagonale von 80 cm. Eine Bildschirmdiagonale von 80 cm gehörte vor roundabout 10, 15 Jahren auf jeden Fall zu den großen, den ausgesprochen großen Fernsehgeräten. Und so ein Gerät hat eine Leistungsaufnahme in der Größenordnung von 110, 120 Watt und etwa 160 Kilowattstunden pro Jahr. So. Mittlerweile die Fernseher, die besten oder besseren sind sogar, mittlerweile gibt es noch bessere, A+, es gibt ja mittlerweile Fernseher, die auch A3+ haben. Also hier A+-Fernseher haben heutzutage 60 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr. Das ist also deutlich weniger als die Hälfte eines solchen Altgerätes. Selbst relativ wie heute, relativ sehr wenig energiesparende Geräte haben noch etwa 90 Kilowattstunden und das Altgerät, wie ich schon gesagt hatte, 160 Kilowattstunden. Also eine sehr deutliche Einsparung. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die Bildschirmdiagonale geändert hat. Und da sind wir mittlerweile bei dem normalen Haushalt bei einer Bildschirmdiagonale von über 1 Meter.
Also solche Fernseher hat es früher einfach nicht gegeben. Das ist heute Standard. Es gibt sogar Fernseher mit 120 Zentimeter. Es gibt sogar Fernseher mittlerweile, die über 150 Zentimeter Bildschirmdiagonale haben. Und das ist mittlerweile schon gar keine Sonderheit mehr. Das heißt, was da allerdings passiert, die Bildschirmdiagonale, das sichtbare Bild, bestimmt im großen Maße natürlich den Stromverbrauch. Und ein Bildschirm mit 95 Zentimeter hat noch 75 Kilowattstunden, 107 Zentimeter hat schon 90 Kilowattstunden und mehr. Und 120 Zentimeter hat nun 120 und mehr Kilowattstunden. Das heißt, wir landen mit diesen großen Geräten, mit dem großen Bildschirm auch schon wieder bei dem Energieverbrauch, was früher jedenfalls dieselbe Größenordnung, was früher eben dieses Altgerät, dieses mit der braunen Röhre und so weiter und so fort mit 80 cm Bildschirmdiagonale aufwies. Das heißt, im Prinzip wurde eigentlich nichts gespart. Die Fernseher sind zwar schöner geworden, sie sind größer geworden, das Bild ist meinetwegen besser geworden, aber Strom wurde eben nicht eingespart. Und genau das ist es, was wir als Rebound-Effekt bezeichnen. Dieser Effekt sagt, dass die Einsparungen, die eben durch effizientere Technologien entstehen, wie zum Beispiel eben der Fernseher, dass diese Einsparung durch vermehrte Nutzung und auch Konsum wieder teilweise kompensiert werden, unter Umständen sogar, dann spricht man im Übrigen etwas militärisch angehaucht von Backfire, teilweise überkompensiert werden. Das heißt also, dass tatsächlich das neue Gerät, obwohl eigentlich viel effizienter, aber mehr Strom dann verbraucht, um bei dem Stromverbrauch zu bleiben, als das alte Gerät. So, das heißt also, eine effizientere Ressourcennutzung ist nicht notwendigerweise auch mit einer Umweltbelastung auf gleichem Level verbunden. Vielmehr werden durch die effektivere Nutzung Produkte und Serviceleistungen erst zu günstigen Preisen möglich und damit wird die Konsumspirale wieder etwas angeheizt und es besteht eben die Gefahr, dass noch mehr Ressourcen in noch kürzerer Zeit umgesetzt werden und dass, wie ich bereits sagte, dass das sogar nicht nur zu einer Kompensation, sondern zu einer Überkompensation durch Einspareffekte kommen kann. Wie schon gesagt, diese Überkompensation, die nennen wir Backfire. So, und das ist natürlich eine höchst dramatische Geschichte. Dieser Rebound-Effekt kann also nochmal unterteilt werden in den direkten Rebound-Effekt, bei denen darüber hatten wir schon gesprochen, effizientere Geräte weniger sparsam genutzt werden oder nicht dem Bedarf angepasst genutzt werden. Wir brauchen damit gar nicht zu dem Fernseher zu gehen. Wir können das auch ohne weiteres auf andere Produkte übertragen. Typisches Beispiel ist die berühmte oder auch nicht berühmte Energiesparlampe, die, weil sie sowieso nur
7 Watt verbraucht gegenüber früher 60 Watt, dann halt nicht ausgeschaltet wird, sondern weil man muss sowieso dann immer wieder ein- und ausschalten, ist ja irgendwie unbequem, lässt man es einfach brennen, weil es verbraucht ja nicht mehr so viel. Und schon haben wir wieder den Rebound-Effekt, der hier ganz kräftig zuschlägt. Ein ganz typisches Beispiel, das auch noch mitten, wenn sich jeder mal das so ein bisschen überlegt für sich selbst, möglicherweise mitten aus dem Leben gegriffen ist. Genauso passiert das unter Umständen bei dem Automobil. Wenn das Auto nur noch 6 Liter verbraucht, statt meinetwegen 12, dann ist manchmal die Versuchung schon sehr groß, etwas, was man früher vielleicht mit dem Fahrrad gemacht hat, mit diesem sparsamen Auto zu machen, weil es verbraucht ja sowieso wenig Benzin. Gut, und über den Fernseher, da haben wir schon gesprochen. Jetzt ist es halt eben nicht mehr die Bildschirmdiagonale von 80 cm, sondern eben von 1,20 m, auch wenn das für das Wohnzimmer, in dem der Fernseher steht, allmählich etwas schwierig wird, dass man schon überhaupt nicht mehr in einem Blick den ganzen Bildschirm überblickt und von links nach rechts schauen muss. Aber das nur nebenbei. Das also ist der direkte Rebound-Effekt. Genauso gibt es auch den indirekten Rebound-Effekt. Der wird so beschrieben, dass diese Einspareffekte zwar tatsächlich erstmal bei dem Verbraucher ankommen, das heißt, er hat also mehr Geld zur Verfügung. Und was macht er mit dem Geld, wie hier als Beispiel genannt, als ein Extrembeispiel genannt? Wir haben wieder unser Auto gekauft mit dem 6-Liter-Verbrauch, hatten vorher einen 12-Liter, wunderbar, fahren auch damit nicht mehr rum, sondern benutzen immer noch das Fahrrad, um die kurze Strecke zurückzulegen. Und dafür legen wir das Geld zurück, um dann endlich mal mit dem Billigflieger nach London, Barcelona oder Rom zu fliegen. Und ja, das ist zwar ganz nett, nehmen wir es mal an, dass es ganz nett ist, aber damit ist natürlich der Einspareffekt auf einen Schlag zunichte gemacht und wir sind also haben unter Umständen sogar dann mehr Kraftstoff, wesentlich mehr Kraftstoff verbraucht, als wir durch die Nutzung unseres sparsamen PKWs eingespart haben. Also der Rebound-Effekt, Sie sehen das schon, der Rebound-Effekt ist ein außerordentlich schlimmer Zeitgenosse, da er so durch die kalte Küche sozusagen, durch den Rücken in der Brust, in die Brust so viele eigentlich positive Ansätze zunichte macht, weil er eben ja, sehr viel anderes ermöglicht, was man dann eigentlich vorher gar nicht vermisst hat. Aber was etwas ist, was ja doch ganz schön ist. Das war also der Rebound-Effekt. Sie sehen schon, dass dieser Rebound-Effekt eine große Rolle spielt, eine große Rolle bei den vor allen Dingen den Effizienztechnologien, eben wo wir also diesen Gewinn, den wir durch Effizienztechnologien haben, nicht vollständig nutzen können oder überhaupt nicht nutzen können.
Und das führt natürlich auch dazu, dass Sie im Selbststudium noch einiges über diesen Rebound-Effekt selber sich erarbeiten sollen. Wir werden in der zweiten Episode die dritte Nachhaltigkeitsstrategie kennenlernen. Das ist die sogenannte Suffizienzstrategie. Und wir werden hören, dass diese Suffizienzstrategie eigentlich zu der Effizienzstrategie dazugehört, eben um diesen Rebound-Effekt zu minimieren. Dafür ist diese Suffizienzstrategie außerordentlich notwendig. Und dieses werden wir im zweiten Teil, in der zweiten Episode unserer heutigen Vorlesung hören. Dankeschön.